Hallo, ich komme zu einem Interview. Kann mich ja niemand interviewen tun? Hallo, bitte, gibt's da niemanden, der mich interviewen tun will? Bitte. Servus, Iggy. Oh, Toni Polster, willkommen im Sportstudio. Bitte, ja. Bitte nehmen Sie Platz, wir sind schon auf Sendung. Die Sendung läuft nämlich schon 5 Minuten und ich wusste gar nicht, was ich machen. Sie haben mich einfach selbst interviewt. Toni Polster, ja. Sie spielen jetzt wieder in Spanien. Nein, bitte, ich spiele in Logrones. Na, Logrones ist ja in Spanien. Ja, bitte, ich weiß nicht, wie hole ich immer meinen Trainer von den Flughafen ab. Sagen Sie, Toni Polster, was sagen Sie dazu, dass Sie wieder so populär sind? Die Österreicher wünschen Sie wieder in der Fußballnationalmannschaft. Ja, die Publikum soll mich ja nur bewerfen tun. Aber nein, bewerfen könnte man eigentlich jeden Spieler. Ja, aber nicht so weit, weil die anderen bewegen sich ja. Was sagen Sie zur Weltmeisterschaftsqualifikation? Ja, ich glaube, in der Qualifikation werden wir ganz sicher nicht gegen Dänemark verlieren werden. Gegen Dänemark? Wir spielen überhaupt nicht gegen Dänemark. Na eben! Und wie finden Sie Ernst Happel? Ja, ganz leicht, aber von den ÖFB die Adresse von Happel Ernstl kriegen. Nein, ich meine nicht so, sondern wie finden Sie ihn als Trainer? Also ist ein intelligenter Mensch, der Happel. Bitte, er spricht viele Sprachen. Na, 5. Und zwar alle gleichzeitig. Sagen Sie, in der Europameisterschaftsqualifikation, da sind wir vor den Fähringern Vorletzte geworden. Ja, das stimmt. Na, Gott sei Dank, endlich, das stimmt. Auf das habe ich schon gewartet. Ich glaube, Sie werden das ganz vergessen. Ja, bitte, wir sind Vorletzter geworden, aber bitte, Sie hätten noch viel schlimmer kommen können auch. Noch schlimmer? Ja, das Flugzeug mit uns hätte abstürzen können auch noch. Und Sie glauben wirklich, dass es noch schlimmer gewesen wäre? Dann haben Sie auch wieder recht, Herr Bergmann. Sagen Sie, auf die WM-Qualifikation zurückzukommen, was sagen Sie zur Taktik des Ernst Happels, der immer wieder junge, völlig unbekannte Talente in die Nationalmannschaft einbaut? Was sagen Sie zum Beispiel zur Nominierung von Friedrich Oppenheimer im Teamkader? Okay, nee, nee. Noch nie gehört? Nie. Der ist nicht einmal im ÖFB gemeldet. Ach so? Na, der ist nicht einmal in einem Meldeamt. In ganz Österreich gibt es keinen Friedrich Oppenheimer. Das ist taktisch brillant, weil das verunsichert unsere Gegner sicher ganz bestimmt. Und was sagen Sie zur Nominierung von Fritzi Unterholzer, von Sepp Steinschwingel, von Hannes Androsch? Ja, taktisch brillant, das verunsichert uns sicher ganz bestimmt. Ernst Happel hat immer gesagt, die Spälers, er sagt ja, die Spälers sind so bequem in Österreich, dass sie am liebsten mit ihrem Mercedes in den Strafraum hineinfahren würden. Ja, aber das trifft nicht auf mich zu, weil ich fahre ja BMW. Es heißt, sie bewegen sich so langsam. Ja, bitte, ich möchte nur den ORF helfen, die Kosten ersparen und ich spare mit dem ORF die gesamte Zeitlupe. Was sagen Sie zum ersten Qualifikationsspiel? Ja, bitte, ich glaube, mit 2 Punkten wäre ich schon sehr zufrieden und bei 3 Punkten wäre ich quasi schon enthusiasmiert. Was? Ja, bitte, ich habe mir mein Fremdwörterlexikon gekauft, aber in Deutsch, bitte. Was sagen Sie eigentlich zu Ihrer Parodie in der 750. Sendung Sport am Montag? Ja, was habe ich denn parodiert? Na, nicht Sie, sondern Sie wurden parodiert. Ja, das stimmt. Also die Parodie hat mir wirklich echt gut gefallen. Wirklich? Ja, wirklich. Nur ein paar Kleinigkeiten haben mich halt gestört. Ja. Was denn? Die ganze Parodie war lamentabel. Wie war sie? Lamentabel. Was heißt lamentabel? Na, lamentabel. Ich weiß nicht, was es heißt, aber es klingt gut. Also gut, dann war die ganze Parodie lamentabel. Lamentabel. Und sonst? Ja, die Haare waren falsch, bitte. Ihre? Nein, in der Parodie, bitte, waren sie falsch, bitte. Schauen Sie, das sind meine Haare, so schauen meine Haare aus, die echten. Die Hektik haben ganz falsche Haare gehabt. Schauen Sie, bitte, das sind meine Haare, so schauen die aus, bitte, wie ich sie wirklich habe. Und in der blöden Parodie haben sie ganz falsche gehabt. Außerdem, die Stimme war ganz falsch in der Parodie, bitte. So klingt vielleicht jemand Buhaske, wenn er schlecht imitiert wird, aber ganz schlecht, bitte. Und dann haben die Hektik sich noch lustig gemacht über meinen Sohn, den Anthos Jesus Post, und das wird ihm nicht mehr gelingen tun. Wieso? Weil mein nächster Sohn nämlich Michael Jackson essen, wird ihm nichts mehr einfallen. Bitte, außerdem, da war meine Rückennummer vollkommen falsch in der blöden Parodie. Die hat man doch nie gesehen. Aber sie war falsch, bitte. Schauen Sie mir einen Neuner, bitte. Schauen Sie einen Neuner und die mir völlig falsche Rückennummer geben. Außerdem werde ich nie in einen Dienstress zu einem ORF-Interview gehen. Nie, bitte. Und da war mein Gebiss vollkommen falsch bei der Parodie. Haben Sie ganz schlecht recherchiert, bitte. Mein Gebiss war vollkommen falsch. Da, das Gebiss? Am Sechser rechts unten, am Sechser rechts unten habe ich keine Plombe, bitte, da. Sie haben aber eine Plombe. Nein. Sie haben eine Plombe am Sechser. Wirklich? Ja. Echt? Eine Plombe. Eine Plombe? Ja. Am Sechser? Ja. Eine echte Plombe? Eine ganz echte Plombe. Verdammt. Was ist? Das heißt? Ja. Das heißt, ich bin ja gar nicht der Toni Polster. Sondern? Ich bin gar nicht der Toni Polster.
Ich bin nur die blöde Parodie. Hallo und einen herzlichen guten Abend. Ich freue mich, dass ich für Sie da bin. Die Sendeleitung hat mich gebeten, die ordnungsgemäße Moderation dieser Sendung zu übernehmen. Und Sie wissen ja, rufen Sie mich an, ich erfülle prompt Ihre Musikwünsche. Und da klingelt es auch schon, mein erster Anrufer. Hallihallo, da ist der Alfons Heider. Mit wem spreche ich? Ja, ich bin der alte Karl. Ah, hallo Karl. Von wo rufen Sie an? Von daheim. Ah ja, natürlich, ja. Darf ich du sagen, Karl? Nein. Danke, ja, was hast du für einen Musikwunsch? Ja, ich möchte von den Zillertaler Schürzenjägern den Zillertaler Hochzeitsmarsch. Wie bitte? Den Zillertaler Hochzeitsmarsch. Ah ja, von den Hektikern. Nein, von den Zillertaler Schürzenjägern. Ja, sehr richtig, dann sind wir quitt von den Hektikern. Nein, nicht das, von den Zillertaler. Sag ich ja, haben wir auf G3 und die Sendeleitung zeigt mir gerade, wir können die Matz schon starten. Das war's, danke für den lieben Anruf und willst du noch jemanden grüßen lassen? Ich will es nicht hören von den Hektikern. Wunderbar, das war ein sehr lieber Anruf und da sieht man, wie beliebt diese Hektiker in Österreich schon sind. Ja, und da sind sie, dann sind wir quitt, die Hektiker. In der Sendung haben wir noch eine tolle Überraschung. Ich darf bei uns hier im Studio recht herzlich begrüßen Peter Kraus. Er kommt direkt aus der italienischen Schweiz zu uns, muss eigentlich gleich weiter nach Berlin und hat extra für unsere Sondersendung hier in Wien eine Zwischenlandung eingelegt und hat seinen Weiterflug auf 2 Uhr früh verschoben. Es war wirklich sehr nett von Ihnen, Herr Kraus. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, meine Damen und Herren, und damit sind wir auch schon am Ende unserer Sondersendung 10 Jahre die Hektiker. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.